Ja, ich liebe es, na 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 na. Und willkommen endlich zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich dieses Video ja, wie auf Instagram angekündigt, schon seit ein paar Tagen drehen. Und zwar war heute Donnerstag und wie ihr wisst, war letzte Woche Freitag der Black Friday und alle sind eskaliert. Auf jeden Fall habe ich auch ein paar schöne Teile geshoppt, sowohl online als auch in der Stadt. Und habe eigentlich auf ein bestimmtes Paket gewartet, dazu erzähle ich die Story gleich. Um endlich dieses Video zu drehen und dann wurde mir eiskalt die Bestellung gestern Abend storniert und ich so, bruh, ehrlich jetzt? Und ich habe die ganze Zeit einfach nur auf dieses Paket gewartet, um dieses Video zu drehen. Naja, jetzt kann ich auf jeden Fall anfangen dafür, weil sonst hätte sich das, glaube ich, noch ein paar Tage in die Länge gezogen. Holt euch auf jeden Fall Kaffeekuchen, mein Standardsatz, holt euch den Kaffeekuchen und wir beginnen, weil dieses Video könnte wieder ein bisschen länger werden. Ja. Leute, ich würde sagen, wir fangen mit Aces an. Das war, glaube ich, einer der ersten, wo ich geshoppt habe. Da gab es ja schon ab dem Donnerstagmorgen den Sale. Bei Aces gab es am Black Friday 20%. Ja, und das ist es geworden. Noch ein Kleid mehr, aber das hatte ich schon vor dem Black Friday bestellt. Das Geile bei Aces war, es gab halt auch auf Sale 20%. Das fand ich voll korrekt. Und ich zeige euch als erstes diese Schuhe. Ich finde es cool, dass Aces jetzt auch so Kartons hat für die Schuhe. Auf jeden Fall sind es diese hübschen silbernen Sandalen geworden. Genau sowas hatte ich nämlich gesucht. Und das ist von der Aces Eigenmarke und ich finde die ultra, ultra, ultra schön. Die sind es geworden. Ich weiß nicht mehr, wo die lagen. Ich glaube bei 36 Euro und dann kamen 20% hier drauf nochmal. Ich finde es cool, dass sie so einen Blockabsatz haben. Das ist für mich so ein Paar Schuhe. Ich bin immer so eine Person, ich nehme immer auf Hochzeiten zwei Paar Schuhe mit. Und das wären so meine Wechselschuhe, damit ich später einfach bequemer habe. Ja, das ist Number One. Und weiter geht es. Weiter geht es mit diesem Kleid. Das habe ich bei der lieben Mirai gesehen und ich fand es so schön. Und ich dachte mir so, ich muss es auch haben. Es ist so schön. Und dann gab es halt nochmal die 20%. Das war eigentlich ein bisschen teuer und dann ist es im Sale gelandet für 55 Euro. Und dann gab es halt hier drauf auch nochmal 20%. Das ist so ein fliederfarbenes Kimono-Kleid. Guckt mal, wie schön das ist hier mit den Perlen an den Ärmeln. Das ist ultra schön. Es hat hinten so ein richtig geilen Rückenausschnitt und dann kann man es hier oben so zubinden, so am Neck, also ultra, ultra schön. Wenn ich ein Bild finde von der lieben Meda, dann blende ich euch das ein. Es ist ein Midi-Kleid übrigens, also so ultra schön und für den Preis, ich weiß nicht, wo lag es, also um die 40 Euro müsste es dann liegen mit dem Rabatt, fand ich es in Ordnung. So, dann machen wir weiter mit einem Paar Schuhe. Von Public Desire, die werden bei Aces verkauft. Ich habe die schon so lange im Auge und jetzt sind es sie endlich geworden. Und zwar sind es diese Schuhe. Das sind so weiße High Heels mit einem Blockabsatz, der so ein bisschen asymmetrisch ist. Ich finde die ultra schön. Es ist nicht jedermanns Geschmack, ich weiß. Aber ich hatte die schon mal davor bestellt und habe sie dann zurückgesendet, weil ich sie ein bisschen teuer fand. Ich glaube, die liegen so bei 40 und ja. Jetzt kosten die um die 32. Wenn es 40 Euro waren, dann müssen es jetzt 32 Euro gewesen sein. Das fand ich ganz okay. Wir Frauen, wir haben so eine komische Logik. Es ist einfach 8 Euro vergünstigt und wir rasten aus und sagen, na gut, 32 Euro, das ist okay. Aber für 40 hätte ich sie nicht genommen. Also ganz, ganz komisch sind wir. Zu guter Letzt noch ein Kleid, was ich auch davor bestellt hatte. Und ja, um ehrlich zu sein, habe ich es dann zurückgesendet, weil es mir ein bisschen teuer war. Und habe es dann wieder mit den 20% bestellt. Also ich wusste ja, dass Aces sowieso 20% anbieten wird, so wie jedes Jahr. Und ja, es ist so ein Maxi-Kleid in so einem Aprikoton. Ultra schön. Aprikos ist auch nicht ganz. Es ist so rosa Aprikot, irgendwie sowas in der Art. Es ist halt metallic, seht ihr? Und so One-Shoulder. Ja,
richtig cool. Und das ist ein Maxi-Kleid mit einem Schlitz, aber der Schlitz geht halt nur bis zum Knie. Und da meine Freundin nächstes Jahr heiratet, ziehe ich das dann entweder so auf den Henna an oder auf die Hochzeit, wenn sie vielleicht Farbmotto rosa macht oder sowas. Habe ich auf jeden Fall ein Kleid parat. Ich weiß leider bei dem überhaupt nicht den Preis mehr. Ich denke, es lag so bei 45 und dann gab es 20% drauf. Also das Kleid ist ultra, ultra schön. So Leute, ich würde ja gerne sagen, wir machen weiter bei Zara. Aber leider kam es ein bisschen anders als geplant. Ich erzähle euch kurz, was passiert ist. Und zwar sind wir in die Stadt gegangen am Black Friday und haben dann, also ich hatte schon ein paar Teile in der Hand, haben dann Freunde getroffen von uns. Yasse und Halil, ich grüße euch hier. Auf jeden Fall meinten die dann so, ja, wir gehen noch zu TK Maxx, wollt ihr mit? Also dann haben wir halt so gechillt zusammen und die meinten so, wollt ihr mit? Und ich meinte so, ja, aber ich muss noch die Sachen. Und da meinten die so, boah, und die Schlange, Leute, bei Zara, das ging gar nicht, Leute, das war nicht normal, also es war wirklich nicht normal. Dann meinten die halt so, ja, lass kommen. Und Ous meinte, ja, bestell doch die Sachen online. Und ich hatte so einen Schlangenblazer in der Hand. Und Zara hat ja gerade Promo, also es gibt auf bestimmte Sachen 40% statt 20%. Und bei Zara ist halt auch die Sache, es gibt ja wirklich, wirklich nur einmal im Jahr 20% auf alles. Also fast alles. Ich glaube, nur Taschen und Accessoires und Strick ist, glaube ich, ausgeschlossen. Und ich wollte diesen, mir ging es gar nicht um die restlichen Teile, weil ich hatte schon vieles von Zara vorher gekauft, weil ich nicht mehr warten konnte. Mir ging es halt um diesen Schlangenbläser. Und das gab es nur noch einmal in S und alles andere war L und XL. Und ich wollte ihn unbedingt haben. Die Schlange war wirklich, wirklich, wirklich lang. Die ging, also ihr müsst euch denken, unser Zara ist so, hier vorne sind die Kassen, hier hinten ist der Aufzug und es ging wirklich noch hinter den Aufzug, also es war übertrieben, übertrieben. Ich habe auch gefragt, die meinten alle so 40, 50 Minuten muss man schon anstehen, aber ja, dann habe ich alles zurückgehangen und habe den Laden verlassen. Ich wollte online bestellen und normalerweise war es immer so, dass Zara zwei Tage mitmacht, also eigentlich immer Freitag, Samstag. Und ich bin in der Nacht eingeschlafen, ich war so tot, weil wir waren echt viel unterwegs an dem Tag. Ich war so tot, ich bin eingenickt, ich wache am nächsten Morgen auf und will einkaufen und es gab diese 20% nicht mehr und ich war so sauer. Und ich hatte seit Wochen, vor allem in meinem Online-Einkaufswagen, so viele Sachen schon drin und wollte das bestellen und dann gab es diese 20% nicht mehr und ich so, fuck mal, nein. Einfach, das war so scheiße. Also viel dazu, deshalb habe ich am Black Friday gar nichts bei Zara eingekauft. Aber eine gute Nachricht, ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen und dass der Schlangenbläser wieder verfügbar ist. Der lag jetzt so bei 28 Euro oder so statt 50 und den habe ich jetzt heute bestellt. Wenigstens ein Trost für mich. Ich zeige euch aber die anderen Sachen, die ich ein, zwei Wochen vorher gekauft hatte. Und zwar habe ich einmal diesen Rock gekauft in so einem Camel-Ton, ja so Camel-Braun. Das ist ein Kunstlederrock für 20 Euro. Ultra schön und ihr wisst, sowas ziehe ich halt gerne mit Overknees an und einer Strumpfhose. Kann man sehr, sehr schick kombinieren und ich liebe einfach Braun im Herbst, das wisst ihr, im Winter, Herbst. Ja. Dann habe ich dieses Hemd gekauft, danach haben auch so ultra viele gefragt auf meinen Instagram-Bildern. Es ist so cool und ich habe es extra in der Größe M genommen, für alle, die es wissen wollten. Ja, es ist so ein Korthemd und preislich auch richtig cool. Also lag bei 20 Euro, geht total fit für Zara-Verhältnisse, wo normalerweise ein Hemd 50 kostet. Mega gut. Dann hab ich in Braunschweig, falls ihr unseren Vlog geguckt habt, wo wir unsere Haare färben waren bei Mahil in Braunschweig, habe ich ja ganz zum Schluss noch nach einem Mantel gesucht und tatsächlich habe ich diesen Mantel in Braunschweig gefunden. Ich liebe ihn, das ist ein Handmade-Mantel und der lag bei 129 Euro. Ich weiß, ist nicht wenig Geld, aber der ist halt wirklich aus Wolle und Handmade und also der war es mir wirklich wert. Ich habe danach sehr lange gesucht und dieser Mantel ist ausverkauft, also falls ihr den online suchen solltet, ich glaube, der ist ausverkauft. Aber probiert euer Glück, gibt ein maskuliner Wollmantel oder maskuliner Mantel, dann müsste dieser Mantel eventuell, wenn es ihn noch gibt, erscheinen. Und dann könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen und ihr werdet dann benachrichtigt, wenn es wieder eure Größe gibt. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr bei diesem Mantel ein paar Größen größer nimmt, weil ich habe jetzt auch einen Mantel, also diesen hier in dunkelbraun, habe ich in Größe L in meinem Schrank. Ich finde, das sieht bei dieser Art Mantel, also der ist ja richtig lang, der geht ja bis fast zu den Knöcheln, finde ich, sieht das sogar richtig cool aus, wenn er so ein bisschen oversized ist. Ich habe es später sogar ein bisschen bereut und dachte mir so, weil das ist XS, ich sag mal so, hätte ich mal S oder M genommen. Aber ja, ich war überhaupt froh, dass ich an den Rang gekommen bin. Der war schnell weg. Und zu guter Letzt, die habe ich mir in Berlin bestellt, wisst ihr noch? Wir hatten unseren Berlin-Vlog geguckt. Ich war ja sauer, weil ich die bei Zara nicht gefunden habe. Entweder war hier das Leder zerknittert oder der Absatz war irgendwas. Also es war mal so voll eklig. Und ich habe mir die online bestellt. Die liegen bei 70 Euro und sind aktuell. Habt ihr bestimmt auf einigen meiner Instagram-Bilder gesehen.
Und ganz cool finde ich halt hier diese Highlights mit den Reißverschlüssen. Und die sind echt, muss ich sagen, sehr bequem. Ich hatte die den ganzen Black Friday an, also wo wir in der Stadt waren. Und ja, okay, ich hatte zwar abends ein bisschen Fußschmerzen und am nächsten Tag habe ich Sneaker angezogen, aber ich finde, es ging. So, Leute, dann kommen wir zu Mango. Ich dachte ehrlich gesagt gar nicht, dass ich bei Mango fündig werde. Ich bin einfach nur so aus Jux und Dollerei reingegangen. Und es gab bei Mango 30%. Finde ich voll cool, dass Mango echt ein bisschen mehr Prozente anbietet. Aber ganz ehrlich, bei den Preisen, finde ich, müssen die auch ein bisschen mehr geben, weil Mango ist voll teuer geworden. Findet ihr nicht auch? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Also meine eigene Freundin hat dort gearbeitet und sie sagt auch, dass sie ziemlich teuer geworden sind. Ja, auf jeden Fall habe ich hier so eine Mango-Tüte. Das sind aber nur zwei Teile, nicht erschrecken. Ich habe nur so eine riesen Tüte bekommen. Ich habe zum einen ein Pulloverkleid mitgenommen, was ultra, ultra cool ist. Seht ihr, wie grob das gestrickt ist? Also ist der nicht cool? Es ist so ein Grobstrick. Gefällt mir übertrieben. Das geht bis unter die Knie. Kann man sehr cool mit einem Gürtel kombinieren. Ich liebe, liebe, liebe solche Kleider im Winter vor allem. Hat hier den Rollkragen und das Kleid lag bei 60 Euro. Könnt ihr vielleicht eingeben, Pullover Bigger heißt der. Könnt ihr mal suchen. Ich habe XS zu S genommen. Ja, und der kam halt mit den Prozenten noch runter. Ja, gefällt mir übertrieben gut. Der hat halt so weite Ärmel. So richtig oversized geschnitten und Leute, er ist so weich, ohne Witz. Aber bei sowas bin ich mal vorsichtig, weil das kann man nicht in die Wäsche geben. Ja. Oder gar nicht Wäsche. Wir machen bald. Dann kommen wir zu dieser ultra coolen Jacke. Bitte, wie geil ist die? Ich liebe diese Pufferjacken. Also hätte ich nicht die mitgenommen, habe ich noch eine bei Bershka in Camel gesehen. Wäre es die von Bershka geworden. Aber ich dachte mir so weiß im Winter, wie geil sieht das aus. Vor allem jetzt mit meinen helleren Haaren finde ich das richtig cool aus. Ich ziehe die einmal an. Guckt jetzt, wie cool die aussieht. Ist die nicht schön? Und das Geilste ist, die hat hier so Handschuhe. Und bei der hat Ost die ganze Zeit gesagt, und die ist so asymmetrisch übrigens geschlossen. Also die Knöpfe sind so versetzt, hier so auf dieser Seite. Und Ost hat gesagt, nimm die mit auf jeden Fall. Also du musst die mitnehmen. Und bei der war auch was Komisches. Ich bin zu Mango sind wir reingegangen am Black Friday. Ich war mir voll unschlüssig bei dieser Jacke, wirklich, weil die war auch nicht günstig, muss ich sagen. Die lag bei 80. Genau, bei 80 Euro lag die. Ich war mir sehr unschlüssig und hinter dieser Jacke hing dieses Kleid halt, ne? Also das hing direkt hinter der Jacke, das haben die zusammen so aufgehangen und ich war mir verunschlüssig und dann habe ich dieses Kleid gesehen, nachdem ich die Jacke zurückgehangen habe und ich so, ne, ich nehme das mit. Und dann meinte Oso, oh, nein, nimm die Jacke mit, da steht die voll gut. Und also wenn er schon so drauf besteht, dass ich was kaufen soll, weil normalerweise ist er immer derjenige, der sagt, kauf nicht so viel, aber er meinte unbedingt, ich soll diese Jacke mitnehmen. Ja, dann habe ich gesagt, nein, ich nehme erstmal den Pullover mit. Ich so, den Pullover, glaube ich, ziehe ich öfter an als die Jacke, bla bla. Und habe den Pullover mitgenommen. Dann, weiß ich nicht, hatte ich so, zu Hause kam ich so an. Ich so, hätte ich die Jacke vielleicht doch mitnehmen sollen. Bin am nächsten Tag wieder in die Stadt gegangen. Ich musste sowieso in die Stadt, weil ich zu Douglas wollte. Und ja, habe sie dann mitgenommen. Aber leider gab es sie dann nicht mehr in meiner Größe. Jemand hat XS, glaube ich, gekauft danach noch oder am Samstagmorgen noch. Und ja, es gab nur noch ein S. Das war auch das letzte, dann noch in den kleineren Größen, sage ich jetzt mal. Und musste dann es mitnehmen. Aber die ist auch okay. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, weil hier, solange die Naht hier an den Schultern gut sitzt und nicht so hier unten hängt, ist das alles okay. So. Und ich meine, man zieht ja eh einen dickeren Pulli drunter an wahrscheinlich. Ja, seht ihr, guck mal, wie breit ich so aussehe. Guck mal jetzt, danach kommt so meine eigentliche Körperfigur. Ja, Leute, so viel dazu. Also auch eine lustige Story. Oh, ich dachte, ich bin fast durch. Ich habe vergessen, dass wir H&M haben. Ne, warte, H&M machen wir zum Schluss. Wir machen weiter mit Douglas. Ja, wir machen Douglas weiter. Und zwar ging es hier rum. Das Blau stört mich im Bild. Hier rum ging es. Das ist das Parfüm von Carolina Herrera. Das war übrigens der erste Laden am Black Friday, wo ich reingegangen bin. Wir haben es mit Os erstmal so gemacht, dass wir die Wege getrennt haben. Ich bin shoppen gegangen. Er war mit seinen Freunden was essen so lange. Und ja, ich bin aus Jux und Dollerei bei Douglas reingegangen. Da war voll die süße Mitarbeiterin. Das war eine, ich sag jetzt mal, etwas ältere Abonnentin von mir. Und zwar war die Ü40. Und das war eine türkische Douglas-Mitarbeiterin, die dort gearbeitet hat. Und dann kam sie auf mich zu und dann haben wir uns unterhalten. Und da meinte ich so, weißt du was? Ich weiß nicht, so, kennt ihr so, wenn ihr so mit den Mitarbeitern so ein gutes Gespräch habt, dass ihr dann auch was kaufen wollt? So war das halt, ne? Ich so, weißt du was? Ich kaufe jetzt dieses Parfüm. Und dann meinte sie halt auch, dass das Parfüm richtig gut riecht. Und bei Douglas gab es 20%. Leute, ich rede heute voll viel, sorry, ne? Aber
Ist halt so. Ich habe auf jeden Fall den Schuh. Ja, ich habe den Schuh mitgenommen. Es fällt auf, es ist ein High Heel Parfüm. Also das Flakon ist übertrieben schön. Also wenn ich ein Parfüm rausbringe, dann bitte auch so. Es ist krass. Und hier auch diese Verpackung, also wie hochwertig das gemacht wurde mit dem Samt hier. Das ist a Good Girl und es riecht einfach geil. Ich habe heute noch gar kein Parfüm drauf. Oh. Also Leute, ich kann das nicht beschreiben. Ich bin echt sehr, sehr schlecht im Parfüms beschreiben. Aber ich habe mir echt nach langer... Boah, ist das aber stark, ne? Ich muss niesen. Sollte es echt nicht wie ich so von nah machen, sondern vielleicht doch von weit hinten, weil boah, oder ein Strahl reicht auch. Aber Leute, man riecht so geil. Ich schwöre, ich kann es nicht beschreiben, es riecht so geil. Also alle, die so Parfüms wie Alien und Hypnotic Poison, also eher dieses Herbe mögen oder Dior Joy, die werden dieses Parfüm lieben. Also es riecht so orientalisch herb. Es ist ein schwerer Duft und ich liebe schwere Düfte. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin halt eher so die Person, die wirklich so diese schweren Düfte mag, wirklich. Das kam mit Normalpreis 87 Euro und daraus gab es 20%, also lag bei 69 Euro dann. Und ja. Oder? Habe ich mich vertan? Nein, das müsste so richtig sein. Aber es war es mir wert, weil ich habe mir wirklich, wirklich, wirklich lange kein Parfüm mehr gekauft. Ich glaube zuletzt vor über einem Jahr. Doch vor über einem Jahr. Und das letzte Parfüm, was davor ankam, war von Nihan, PR-Paket. Und das habe ich schon fast halb leer gemacht, ne? Unglaublich, weil ich kein Parfüm habe. Danach war ich nochmal am nächsten Tag, also an dem Samstag nochmal bei Douglas. Habe mir Beauty Blender mitgenommen. Diesen Doppelpack kostet zwei, also dieses Zwei-Set kostet 10,99 €, gab es 20%. Und auf Vorrat noch einen Augenbrauenstift, und zwar mit dem, den ich immer habe, von NYX in der Farbe Espresso. 9,99 €, gab es auch 20% drauf. Ja, die beiden habe ich mitgenommen. Dann habe ich, und zwar gab es eine Woche vor Black Friday, und ich glaube, dass sie das bewusst so gemacht haben, und ich wusste, ich weiß nicht, mir hat es schon so, also bei mir war es klar, es wird nicht mehr als 20% bei Douglas geben. Und ja, eine Woche vorher gab es auch schon 20%. Dann habe ich schon mal einen Teil vorher bestellt. Also das, was ich auch wirklich aufgebraucht hatte und was ich lange haben wollte. Und ja, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, am Black Friday werden die Pakete eh voll spät immer abgeschickt, weil dann alle einkaufen. Und ja, habe dann so zugeschlagen. Ich habe einmal den Photo Finish Primer von Smashbox bestellt. Der ist ultra gut, Leute. Ich hatte den schon mal davor und habe den zuletzt auf meiner Hochzeit drauf gehabt. Und danach war der weg. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den im Hotel, ich habe mich am Hotel fertig gemacht auf meiner Hochzeit. Und ich glaube, ich habe den dort verloren oder vergessen, keine Ahnung. Ich habe meine Sachen zusammengepackt, sondern meine Freundinnen haben alles für mich in meinen Koffer reingeschmissen. Ich glaube, er ist dort geblieben. Naja, ich habe den mir jetzt auf jeden Fall jetzt 6 Monate nach meiner Hochzeit wieder nachgekauft. Währenddessen hat jemand einen Primer von NYX benutzt, und zwar diesen Angel Whale. Aber ich finde den, also wirklich, ich habe jetzt einige Primer probiert und den von Smashbox, also den originalen, kann keiner toppen. Der lag bei 33,99 € oder 35 Euro, irgendwie sowas. Und dann gab es halt 20%, brauche ich glaube ich gar nicht mehr sagen. Das Laura Mercier Puder in Translucent, das ist jetzt meine zweite Dose. Das erste hat 9 Monate gehalten. Ich habe es mir im März bestellt gehabt, genau, im März habe ich es mir bestellt gehabt für mein Standesamt. Und habe es jetzt Ende November aufgebraucht. Also schon lange ein super Ding. Und ich habe es echt fast täglich drauf. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, im Alltag will ich nicht sowas Teures benutzen. Mir ist es immer, ehrlich gesagt, da also egal. Also ich benutze auch meine teureren Produkte, meine High-End-Produkte im Alltag, weil ich mir denke, mein Gott, das ist da, um es zu gebrauchen. Ne? Und nochmal ein Augenbrauenstift. Diese Augenbrauenstifte verliere ich. Ich weiß nicht wie, aber ich verliere sie. Ich stelle mir auf jeden Fall immer die Farbe Espresso. Ich sehe es wirklich nicht. Diese Augenbrauenstifte, die werden wie vom Erdboden geschützt. Leute, ich habe dann noch bei Zara Home eingekauft. Auch am Donnerstagabend schon, wo es die 20% gab. Muss man auf jeden Fall, also bei Zara Home finde ich, lohnen sich die 20% wirklich, weil es sind immer teurere Sachen. Aber ich finde, die sehen dann halt auch dementsprechend immer hochwertiger aus in der Wohnung, und ich liebe es wirklich für die Wohnung einzukaufen. Mehr als Klamotten, man glaubt es nicht. Aber mittlerweile habe ich halt alles für die Wohnung, dann kann ich halt nur so Kleinigkeiten, so Deko kaufen. Und ich habe auf jeden Fall 2 Beistelltische gekauft. Ich blende euch hier ein Bild ein.
weil die sehr schwer sind. Das sind echte Marmortische. Ja, ich habe lange nach sowas gesucht. Ehrlich gesagt hatte ich gar keinen Bedarf, aber die haben mir so gut gefallen. Die haben einfach so krass in die Wohnung gepasst. Vor allem, dass das Marmor so beige mit weiß und schwarz ist. Also es ist so, das hat einfach voll gut in die Wohnung gepasst und ich weiß, voll dumm. Und die waren auch nicht sehr günstig. Die haben 199 gekostet und dann gab es ja 20%, also 160 Euro. Und ja, Hauptsache man hat was Neues für die Wohnung. Also die, die verheiratet sind oder neu verheiratet sind oder heiraten werden, die kennen das. Man will immer sowas Neues haben. Also man will immer die Wohnung so ein bisschen so updaten, damit man sich selbst nicht langweilt. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich glaube aber, also bei den meisten meiner Freundinnen auch, die verheiratet sind. Also man will immer so ein bisschen was Neues haben. Und das ist es halt. Und deshalb habe ich die Tische gekauft. Ich liebe sie wirklich. Die sind super hochwertig. Ich habe ja auch diesen Marmortisch hier in meinem Wohnzimmer. Das ist aber kein echtes Marmor. Der hätte auch dann das Dreifache gekostet. Aber diese Tische von Zarraum, das ist echtes Marmor. Und man fühlt es. Also die sind echt schwer. Wirklich. Die waren schon wert. Zu guter Letzt, Leute, kommen wir dann jetzt zu... da gab es 20%. Und ich habe dort eingekauft. Leute, wisst ihr was? Ich habe einfach vergessen, was ich dort eingekauft habe. Guck mal, was rauskommt. Einfach ein... Wo haben wir das gekauft? Ja, das hatte Ostern bei TK Maxx gekauft. Die Story habe ich euch erzählt. Danach waren wir übrigens noch bei TK Maxx. Da haben wir auch was eingekauft, aber da gab es keine Prozente. Da haben wir nur Batterien und so ein Notizbuch gekauft. Ja, sein Müsli-Riegel ist hier auf jeden Fall noch. Ja, das habe ich mir gekauft für 2019 für die Termine von TK Maxx. So, das war eigentlich C&M. Hä, glaubt ihr mir was? Ich glaube, ich hatte mehr gekauft. Hä, wo ist der Rest? Ich muss mal gleich gucken. Hä, wartet mal. Hab ich auch. Mein Gott, habe ich vergessen. Habe ich eingeräumt, weil ich es anhatte. Ich habe auf jeden Fall einmal dieses Kleidchen gekauft. Oder Hemd, also Hemdkleid, Blusenkleid, wie man es nennen mag. In Schlangenoptik. Das durfte auf jeden Fall mit. Das hat hier so Ballonärmel. Ich habe das in Größe nur 38 gefunden. Deshalb habe ich 38 mitgenommen. Liegt bei 24,99 und kam mit den 20% auf 20 Euro. Ja, das geht so knapp, ganz knapp über die Knie. Und das finde ich cool mit, also das habe ich mir extra geholt, so um Strick drüber anzuziehen. Also so Pullover und dann mit Overknees. Ja, genau sowas hatte ich halt gesucht. Und das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass das hier halt so keinen Kragen hat. Weil ich mag das, also wenn man so ein Hemd anhat und dann Pulli drüber, mag ich das, wenn man hier so Kragen noch sieht. Aber naja, ich habe es noch gar nicht anprobiert, glaubt ihr mir, am Black Friday. Also H&M-Kabine ging gar nicht. Genauso wie bei Zara und in allen anderen Geschäften auch. Und ja, deshalb habe ich es einfach so mitgenommen. Aschkum Kingalde? Osa? Ja, gucken wir. Ja, auf jeden Fall muss ich mal gucken, wie das dann aussieht mit dem Pulli drüber und ob 38 vielleicht doch eine gute oder schlechte Idee war. Dann habe ich ein Hemd mitgenommen und zwar, das habe ich glaube ich einfach so drüber geworfen, ohne es in der Kabine anzuziehen. Einfach so ein Schlangenhemd, es lag bei 14,99, gab es auch nur noch Größe 36. Wisst ihr, wie ich das gefunden habe? Das hing einfach in der H&M Home-Abteilung. Es hat einfach jemand dahingeschmissen und ich so... What? Du willst das nicht haben? Okay, dann nehme ich das. Richtig süß. Ein Schlangenhemd. Ganz cool. Duft auf jeden Fall auch mit. Und jetzt hole ich noch den Pulli. Weil den habe ich vergessen. Leute, guck mal, was ankam. Das ist aber nicht vom Black Friday. Das habe ich tatsächlich einen Tag nach Black Friday bestellt. Weil ich danach vergessen habe, dass am Dienstag ja die 20% enden. Das sind auf jeden Fall zwei Kleider für ein Event im Dezember. Deshalb habe ich mir das bestellt. Ja, aber das möchte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht zeigen, weil ja, ich mein Outfit erst am Event-Tag zeigen möchte. Also ganz, ganz hübsche Sachen. Naja, kommen wir jetzt auf jeden Fall zu dem letzten Teil von Black Friday. Und zwar ist das dieser Pulli. Den hatte ich schon mal in der Umkleide an. Und wusste ja, dass eine Woche später dann Black Friday kommt und ich so, komm, halt's aus. Habe den dann mitgenommen, zwar in der Größe M. Ja, M kostet 40 Euro normal und kam dann auf 32 mit den 20%. Mega, mega schön. Also ultra schön, dieser Pulli, der ist ultra weich. Und der Pulli hat einfach Mama zu mir gesagt. Deshalb musste der mit, also der fällt mir übertrieben. Und ansonsten, Leute, war es das, glaube ich, auch mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich war halt auch noch in weiteren Geschäften.
Und es war aber wirklich, also es ging gar nicht, oder? Schatz, wie sahst du es? Black. Ja, mit Black Friday meinst du, ja, ne? Katastrophe, einfach ging, zu voll. Leute, das ging gar nicht. Aber was ich cool fand, als ich in der Stadt war, Leute, ich habe so unglaublich viele von euch getroffen. Das war nicht normal. Also ich glaube, weil gerade so Bielefeld hat ja das Einkaufscenter und da kommen halt aus der ganzen Umgebung, also aus Gütersloh, Herford, hier, dies, das, kommen so viele Menschen dann zum Shoppen nach Bielefeld. Naja, wie dem auch sei, hat es mich sehr gefreut, viele von euch in der Stadt an dem Tag getroffen zu haben, Bilder gemacht zu haben, zu quatschen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet coole Black Friday-Ausbeuten. Schreibt mir doch eure coolste Black Friday-Ausbeute in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ansonsten auch sehr gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mir irgendwas in den Kommentaren hinterlasst, irgendwas Süßes. Ja, ansonsten, bis zum nächsten Video. Öpürum. Hab euch lieb. Und